Hi Leute und willkommen zurück zu Final Fantasy XIV Shadowbringers. Wir machen jetzt weiter. Wir wollen ja immer noch irgendwie diese Piraten dran kriegen, beziehungsweise dafür sorgen, dass sie mit uns kooperieren, damit wir endlich Frieden schließen können mit den Völkern der wilden Stämme. Und ja, damit machen wir jetzt weiter und mal schauen, wie sich das Ganze jetzt verhält. Ich wollte der Henkersforder ein Schnäppchen schlagen, ihre Schwachstelle finden. Stattdessen fühlt es sich so an, als hätte ich ihnen mit dieser Manöver noch in die Hände gespielt. Entschuldige, dass es so unangenehm geworden ist, aber immerhin hat sich Silkert auf ein Treffen eingelassen. Hoffentlich liegt es Admiral Melville aus dieser Situation doch noch das Beste zu machen. Willkommen zurück. Was konntet ihr herausfinden? Geplünderte Kristalle, also von den Kobolden noch dazu. Ja, Piraten, die auf dem Land kommen, um von Kobolden zu plündern. Glaubwürdig. Nun, immerhin ist die Henkersheuer zu einem Gespräch bereit. Von mir aus auch auf der Astilika. Ich weiß, spricht man das zweite I mit? Die Ki Astilicia. Chia. Hier. Das ist mir ziemlich gleich. Ja. Ich danke euch, dass ihr dieses Treffen möglich gemacht habt. Bitte nehmt nun auch daran teil. Dies ist ein entscheidender Moment für den Zukunftskurs Limsa-Lumimsas. Es ist mir ein Anliegen, dass der Bund der Morgenröte ihm als Zeuge beiwohnt. Ja, wenn wir alle in der Falle laufen und umgebracht werden sollen. Seht ihr, was ich meine? 20 gegen 5. Landbrot! Verräterin! Die Wellen sollen dich holen! Oh, welch Ehre, Admiral! Ihr steht vor Sikar, dem Vertreter der Henkershorde. Ich danke euch für die Begrüßung. Sicherlich hat der Vertreter der Henkershorde eine Nachricht von eurem Anführer für mich. Wir haben nur eines bekannt zu geben, Admiral. Das Ende der friedlichen Beziehungen zu den wilden Stämmen. Limsa-Lumimsa ist die Stadt der Piraten. Und Piraten kennen keinen Frieden. Du, Weib, willst uns die Flügel stutzen und die Reißzähne ziehen und vergiftest das wilde Blut unserer Heimat. Jawohl! Auf die Piraterie! Blut und Blei! Die Piraterie ist zum Sterben verdammt. Was sagt sie da? Sterben sollen wir? Ihr sprecht wahr.
Unsere Heimat wurde auf dem Rücken der Piraterie errichtet. Aber das ist nur ein Teil ihrer stürmischen Geschichte. Unsere Vorfahren flohen vor ihren Unterdrückern in den nördlichen Meeren. Als Flüchtlinge landeten sie auf der Insel Vylbrand. Mit leeren Händen standen sie vor ihrer neuen Heimat. Der endlose Konflikt mit den Kobolden trieb sie in die Piraterie, um zu überleben. Doch das Galäische Kaiserreich tat sich als neuer Feind hervor. Der Piraterie, unserer alten Lebensweise, wurde ein Riegel vorgeschoben, um Allianzen mit dem Rest Eorzeas zu schmieden. Auch das ist Teil unseres Überlebenskampfes. Und seht uns an. Wir feiern zahllose Siege gegen die Galea. Der eorzeische Handel blüht. Limsa Luminsa ist stärker, reicher und gesünder als jemals zuvor. Das Kaiserreich steht kurz vor seinem Niedergang. Für Provinzen wie Verlit und Bossia ist die Freiheit zum Greifen nah. Wer wird jene jungen Gebiete für den Handel erschließen? Wir! Eorzeas stärkste, stolzeste Seemacht. Und ihr wollt in dieser Zeit des Umbruchs am kleingeistigen Plündern festhalten? Nein! Für euch werden die Meere nicht offen stehen. Dafür wird Limsa Luminsa sorgen. Vylbrand steht geschlossen. Wir segeln als eins. Seite an Seite mit den Kobolden und den Sahagin werden wir die Wasser der Zukunft kreuzen. Das sind schöne Worte. Aber wir sind nach wie vor Piraten. Und für uns ist kein Platz in deinem rosigen Traum von der Zukunft. Doch, wenn wir gegen unsere Heimat in den Krieg ziehen, dann gibt es gar keine sicheren Häfen mehr. Admiral. Nein, Mervip. Du warst einst die Anführerin der verlorenen Bastarde, oder etwa nicht? Dann kennst du die alten Bräuche und wie wir Piraten einen Zwist beilegen. Du willst unsere Läufe sprechen und ein Duell entscheiden lassen? Nun gut. Ich, Mervip Bluefis Wynn, akzeptiere deine Herausforderung im Namen Limsa Luminsas. Es ist noch nicht vorbei! Ein Duell endet erst mit dem Tod! Los, bring es zu Ende! Verdammt, der echte Chef ist da. Kapitän! Der alte Hilfir! Gib Ruhe. Die Sache ist erledigt, ob du noch eine Kugel kassierst oder nicht. Ja, hättest nicht versucht, auf den Kopf zu schießen, sondern aufs Herz, wäre alles vorbei gewesen.
In meiner Abwesenheit hat der Grünschnabel einen auf Alleingang gemacht, wie? Und ihr? Ihr sperrt jetzt die Ohren auf. Mit dem Galadion-Abkommen sind wir Teil eines Schiffes namens Limsa Lominsa geworden. Verstanden? Und der Kapitän dieses Schiffs, das ist Melvip. Habt ihr vergessen, wer bestimmt, wohin ein Schiff segelt? Der Kapitän bestimmt das, ihr lausigen Bilschratten! Und jetzt! Schluss mit dem Unsinn! Aber wir sind Piraten! Wir können doch nicht einfach aufgeben, wer und was wir sind! Haben die Fische deinen Verstand gefressen? Du hast kaum Haare am Kinn. Du kannst werden, wer immer du willst. Piraten sind keine geistlosen Plünderer. Ein richtiger Pirat liebt die Freiheit genauso sehr wie die See und setzt sich dafür ein, dass jeder diese Freiheit auskosten darf. Die alte Piraterie, die des Raubens und Mordens, sie wird mit mir sterben. Ihr seid für die Zukunft der Henkershorde verantwortlich. Dich habe ich zu meinem Stellvertreter ernannt, weil du ein kluges Köpfchen bist, Sikard. Verliere dich nicht in der stürmischen See der Jugend. Und mehr gibt es dazu nicht zu sagen. Entschuldige den ganzen Aufruhr, Admiral Melvip. Die Henkershorde steht hinter dir. Danke, Hilfir. Deine Pistole. Der Vernichter. Köstlich, dass du den Zwist mit dieser Waffe beigelegt und das Schicksal der alten Piraten damit ein für allemal besiegelt hast. Der alte Kapitän Rauschebart ist schon längst zur Legende geworden und ich stehe mit einem Bein im Grab. Aber für die Piraterie fiel der Vorhang bereits, als die Galea an unserem Horizont erschienen. Wir kreuzen eine raue, tosende See mit unzähligen Stürmen. Doch das Ruder könnte nicht in besseren Händen sein, Admiral. Keine Totenschade. Ich bin Hilfir sehr dankbar, dass er dem Duell ein Ende gesetzt hat, bevor es zu Schlimmerem kommen könnte. Und damit haben nun alle drei großen Piratenverbände den Kurswechsel unserer Politik mit den anderen Völkern zugestimmt. Doch nun sehen wir erst recht in stürmische Seen. Es gilt, den sicheren Hafen des Friedens anzusteuern. Nun müssen wir uns an konkrete Friedensverhandlungen machen. Ein schier unmögliches Unterfangen, solange die Kobolde im eisernen Griff der Besessenheit sind. Daher hoffe ich, auch weiter auf die Unterstützung des Bundes der Morgenröte zählen zu können. Der hohe Priester der Kobolde muss von seinem Wahn befreit werden, denn er ist es, der die Geschichte
des Koboldvolks lenkt. Machen wir schon. Selbstverständlich werden wir helfen, Admiral. Allerdings können wir uns nur der Besessenheit des Priesters annehmen. Die eigentliche Verhandlung liegt dann bei euch. Mein Dank ist euch gewiss. Seid euch jedoch eine Sache gewahr, ehe wir uns zu den Kobolden aufmachen. Vor mehr als 15 Jahren hat Limsa Luensa bereits ein Abkommen mit den Kobolden unterzeichnet, um sich auf den Kampf gegen die Sahagin konzentrieren zu können. Eine Art Waffenstillstand, nicht wahr? Die Schätze der Meere, den Limsern, den Schätzen der Berge, den Kobolden. Es sind klare Grenzen, wem welches Land gehört. Danosina gehört zu Limsa Lumimsa, der Vulkan Gonomoro und das Land nördlich davon gehört den Kobolden. Aber das Abkommen ist zu vage formuliert, bietet zu viele Schlupflöcher, Lücken, die Limsa Lumimsa konsequent ausgenutzt hat. Das umkämpfte nördliche Lanosea ist die giftige Frucht dieses vagen Vertrags. Darauf lässt sich kein Frieden bauen. Gefecht um Gefecht werden die Flamme der Feindseligkeit nur noch weiter geschürt. Diese Auseinandersetzung zieht sich bereits seit mehr als 50 Jahren hin und sich auch jetzt noch zum und sind auch jetzt noch nicht zum Erliegen gekommen. Selbst wenn es uns gelingt, die Besessenheit der Kobolde aufzuheben, ist unsere Verhandlungsposition dadurch denkbar schlecht. Bitte seid euch dessen bewusst. Admiral, wie gedenkt ihr überhaupt, die Kobolde dazu zu bringen, sich auf eine Unterredung mit euch einzulassen? Die geplünderten Kristalle der Henkershorde werden uns dahingehend hoffentlich gute Dienste erweisen. Gepaart mit einer persönlichen Entschuldigung von mir in ganz Limsalonimsas Namen. Ja, doch. Unter den Umständen werden sie wohl tatsächlich einwilligen, die Gelegenheit, das Staatsoberhaupt des Feindes auf eigenem Grund und Boden zu treffen, kommt selten genug. Er spielt ihnen in die Hände, ob sie nun friedfertig oder doch auf Blut aus sind. Und das in Kombination mit der gigantischen Ladung an Kristallen. Vermutlich werden sie damit sofort Titan beschwören, um mich ein für alle Mal loszuwerden. Andererseits wird bei einer Beschwörung der hohe Priester auf jeden Fall persönlich anwesend sein, die perfekte Gelegenheit, um ihn mit Angel zu heilen. Davon gehe ich auch aus. Das größte Problem stellen die anderen Kobolde dar. Sie werden kaum tatenlos zusehen, wenn ihr euch dem Hohepriester mit einem Familiar nähert. Und wenn bei diesem Manöver auch nur ein einziger Kobold ums Leben kommt, sind alle Verhandlungen hinfällig. Ganz gleich, welche Absichten wir hegen und wie viel Heilung wir bringen. Wenn ich dazu einen Vorschlag machen dürfte, Todesfälle sollte man mit magischen Fesseln umgehen können. Sie fügen den Gefesselten selbst keinen Schaden zu, wirken allerdings nur auf geschwächte Ziele. Magische Fesseln, die Art, wie sie Rauschebart verwendet hat, wie? Den Legenden nach fielen seinen Plünderungen
nie eine Seele zum Opfer, weil er diesen mysteriösen Schatz sein eigen nannte. Mystischen Schatz. Oh Gott. Was hält der Bund der Morgenröte denn von diesem Plan? Wenn der hohe Priester, der besessen hat, ein Heim fiel, dann reden wir hier wohl von einem besonders schweren Fall. Es wird eine enorme Menge an ätherischer Energie nötig sein, um diese Heilung durchzuführen. Und selbst für unsere talentierte Alizée dürfte das eine große Herausforderung werden. Darüber hinaus erfordert die Prozedur eine immenses Maß an Konzentration. Das stelle ich mir sicher unmöglich vor, wenn um Alizée herum ein wilder Kampf tobt. Noch dazu in den Landen der Kobolde selbst. Was werden wir sie nicht ausreichend beschützen können? Ach was. Es wird schon schief gehen. Ich bin zuversichtlich. Hauptsache, kein Koboldkind muss noch einmal das miterleben, was der arme Gabu hinter sich hat. Teslin hat sich nie davor gescheut, denen zur Seite zu stehen, die ihre Hilfe benötigen. Dank ihr stehe ich heute hier und habe ein Heilmittel. Ich habe mir versprochen, ihre Stärke weiterzutragen. Wo kommt jetzt auf einmal wieder Musik her? Deswegen scheue ich auch jetzt nicht zurück. Ich werde den Priester heilen, komme was wolle. Ist das Motivationsmusik jetzt? Danke, das bedeutet mir viel. Dein Vertrauen, euer aller Vertrauen. Damit hätten wir also einen Schlachtplan. Macht euch bereit, der Treffpunkt ist Camp Ausblick. Auf gutes Gelingen. Irgendwo ein Händler stehen oder sowas. Weg. Jetzt können wir also ein bisschen Platz schaffen im Inventar. Nun, um es noch einmal zu wiederholen. Wenn ich die Heilung wirke, bin ich in tiefer Konzentration und kann nicht auf mich oder meine Umgebung achten. Ich bin also auf euren Schutz angewiesen. Kannst du nicht einen Tank rufen? Wir werden dich mit allen uns verfügbaren Mitteln schützen, Schwester. Du kannst dich voll und ganz auf deine Quixi fokussieren. Und halt dich mit deiner Magie auch nicht zurück. Wir werden dir unsererseits so viel Energie zukommen lassen, wie nur irgend möglich. Gabu, bei den Göttern. Bist du uns etwa gefolgt? Gabu will helfen. Mit
Priester sprechen, unbedingt. Für Frieden und Freunde. Und bitte. Ach, Kabu. Das wird schrecklich gefährlich. Mir wäre gar nicht so wohl dabei. Bleib doch bitte hier in Sicherheit. Entschuldigt die Verspätung. Mein Wunsch nach einem Treffen, bei dem ich mich persönlich entschuldigen kann, ist von dem mit uns alliierten Kobolden übermittelt worden. Nach anfänglicher Skepsis willigte man allerdings sehr rasch ein, als die Kristalle als Geste der Versöhnung erwähnt wurden. Der Hohepriester Zada des Zweiten Ordens erwartet uns nun also im Nabel, ihrem Heiligtum im Herzen. Blablabla, ja, ist klar. So, ich will mal erstmal was schauen. Ah, okay, wir müssen den langen Weg rumnehmen. Sie haben jetzt keinen Shortcut gemacht für den. Und 3, 2, 1, geh los. Ja, quatsch nicht.